Hallo und willkommen zurück zu City Skylines. Dankeschön, dass du eingeschaltet hast. Vergiss nicht zu abonnieren, dann verpasst du auch nichts mehr. Und weiter geht's in der neuen Stadt, dessen Name ich noch gar nicht habe. Deswegen Ideen zu den Namen der Stadt in die Kommentare schreiben. Sollte das schon geschehen sein, dann steht wahrscheinlich auch schon der Name im Titel. So, jetzt aber was anderes. Ich habe ja letztes Mal eigentlich nur Straßen gebaut und ein bisschen die Map vorgestellt und einen Kreisverkehr gebaut, einen richtig coolen. Problem ist allerdings, wir haben jetzt mittlerweile schon gar keine Leute mehr oder beziehungsweise wir haben gar keine Einwohner, die hierher fahren. Und ich mache jetzt mal Pause, weil 305 im Minus sind. Straßen sehr teuer, by the way. Und man kann sehen, ich habe mir noch ein bisschen Mühe gegeben, dass das Ganze so ähnlich aussieht wie hier vorne. Habe dieselben Bäume, dieselben Sachen benutzt und die Dreiecke hier so ein bisschen ausgekleidet. Natürlich nicht ganz perfekt, aber soll auch nicht so perfekt werden hier an der Stelle. Aber ihr seht schon, in welche Richtung das Ganze geht. Schon ein bisschen sehr dekoriert, auch sehr teuer. Und ich würde ganz gerne jetzt ein Agrarindustriegebiet bauen, und zwar hier in diese Felder rein. Das ist ein sehr kleines, übersichtliches. Habe mir zwar überlegt, wie ich das bauen möchte, aber letztendlich noch nicht gebaut. So. Und das Ganze machen wir auch dann wahrscheinlich mit einer Kiesstraße. Und wir gucken einfach mal, wie das Ganze dann performt oder abgeht. Vielleicht ist das auch totaler Crap, den ich hier baue, weil das einfach nicht sonderlich gut funktioniert an der Stelle. Müssen wir ausprobieren. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir bauen jetzt hier erstmal ein paar Straßen und dann wechseln wir auf Feldwege. Oder wir gehen direkt auf Feldwege, was natürlich dem Ganzen so ein bisschen mehr Charme vermittelt. Hoffentlich. Gucken wir mal, schauen wir. So. Und natürlich eure Tipps wie immer in die Kommentare rein und auch gerne alle weiteren Sachen, die ihr loswerden wollt. So. Nur zu dem Thema. Okay, so. Feldweg geht jetzt, ihr seht, schon ein bisschen länger so. Bin gespannt, wie wir den machen können dann jetzt. Letzten Endes. So, Bäume sind jetzt unter der Straße. Blöde sind die, die sind nicht weg. Aber wir haben ja eh die Modifikation drauf, dass man halt sehr, sehr viele Bäume bauen kann. Ich glaube sogar unendlich. Und ich glaube, das brauchen wir. Ich glaube, wir brauchen oder wir haben hier nachher unendlich viele Bäume. Ist einfach so. Wir haben nachher unendlich viele Bäume. So, dann machen wir noch in die Richtung. So, wo der Bauer halt wohnt nachher. Also klar, soll jetzt nicht nur. Also es gibt auch ein Tutorial, habe ich gesehen, wie man richtig echt aussehende Bauernhöfe baut. Wir wollen jetzt aber mal die Kirche im Dorf lassen. Und erstmal so ein bisschen bauen, dass es einigermaßen schön aussieht, aber dennoch funktional ist mit Sachen wie zum Beispiel den ganz normalen Dingern hier, ne? Weiß Bescheid, Alter. Alter. Vielleicht hätte ich nach dem Stream nicht direkt aufnehmen sollen. Total, total ausgelabert schon. So. Ich glaube, das geht aber. Die Bäume habe ich gut erhalten eigentlich. Und da rein kommen jetzt gleich wunderschöne Agrarindustrieflächen. Also wir machen hier nochmal eine weg so. So, und da machen wir jetzt erstmal Industrie dahin. Wir müssen natürlich jetzt gleich noch uns um die Wasserversorgung kümmern. So, bis da. Und vor allen Dingen, so, um die Stromversorgung, wir haben noch gar nichts. Aber ich habe mir überlegt, dass man das Gebiet eventuell mit einer Art Wasserturm ausstattet. Oh, warte mal, ich will nicht so nah an der Autobahn die Gebäude haben. Und vielleicht mit einem Solarfeld, sofern das reicht für die Anlage. Weil meistens haben ja solche Bauern. Ah, ich sehe gerade, wir sollten aber auch dann gewisse Baumformationen noch lassen. Oftmals so ein Solarfeld irgendwo, womit die dann ganz autonom ihren Hof betreiben können. Und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. So. War das? Ah, nee, warte mal, hier waren auch noch voll viele Bäume. Da verzichte ich dann lieber auf ein paar Höfe, damit wir noch so ein paar Baumreihen da drin haben. Und wenn hier zu viel in dem Gebiet ist, dann haben wir auch viel zu viel Verkehr hier drin. Also ich glaube, die Seiten machen wir hier nochmal platt. So, und dann sollten wir es eigentlich durchhaben. Oder warte mal, dann können wir die Seite auch wegmachen. Schon sieht es mir komplett anders aus.
Ah, warte mal, aber dafür können die mit rein. Jo. Und den Rest lasse ich nochmal weg. So, Strom. Strom und Wasser. Wir können jetzt am Wasserturm hier reinsetzen. Ah, 240 hat der, ne? Fände ich aber schön, so eine autonome Wasserverteilung. Gerade nur in diesem Agrargebiet. Kann ich? Ne, kann ich nicht. Ich wollte gerade gucken, ob man Kurven setzen kann. Ich glaube, das geht aber gar nicht. Alter, selbst das sieht ja komplett anders aus als sonst. Geil. So, alles versorgt. Jetzt brauchen wir noch Strom. Da habe ich jetzt halt hier diese Sachen. Also ich habe natürlich auch die Teile, aber die will ich halt nicht überall einsetzen. So, Alter, das ist groß. Wie viel bringt das denn? 20 bis 29, das ist echt viel, muss ich sagen. Aber ist auch sehr groß. Vielleicht hier so mitten rein, so am Wasserturm? Wäre eigentlich schon chillig, so ein bisschen. So, und dann nehmen wir jetzt noch ein bisschen Move It. Und ziehen das Ganze ein bisschen näher zu den Solarfeldern. Da ist das genau da in der Mitte. Hier können wir noch ein bisschen den Boden machen. Den Surface Painter. Ich glaube, das war's. Oh, ein bisschen groß. Ah, jo. Machen wir das hier mal so ein bisschen an und hier auch. So, dann haben wir da so, da kann man eventuell nachher noch so eine Hütte oder so draufbauen. Müssen wir jetzt allerdings die Felder hier wieder entfernen. So, das ist okay. Da ist ein Hof. Man kann ja hier so ein paar kleine Höfe machen, Gehöfe. Wenn es überhaupt geht. Gibt es so kleine Agrarsachen? Genau, was noch fehlt, sonst ist da nämlich gar kein Agrargebiet. Wir müssen das Ganze zonen. Und sagen, dass da eine Agrarindustrie rein soll. Ja, ja. So, und sagen, pass auf, das ist eine Spezialisierung auf Agrarindustrie. Zack. Aber das geht jetzt. Und play. Ja, aber erst mal wollen die Wohngebiete haben, ne? Am besten. Peter ist der Beste. So. Das kann aber nicht unser einziges Industriegebiet sein. Erstmal, ich mache jetzt mal eine Straße hier rüber. Also wir werden die Stadt wahrscheinlich noch sehr oft umbauen. Und wir fangen jetzt einfach mal an, hier noch ein bisschen was dran zu basteln. Das war so eine ganz normale Four-Lane-Road. Ah, lohnt sich aber eigentlich mehr hier an der Autobahn, ne? Ah. Okay, ihr habt gewonnen. So, Four-Lane-Road ist nicht die beste Straße dafür. Wir ändern die nochmal. Ja, machen wir mal. Ach Mist, wir müssen das Wasser da oben noch anschließen. Wir müssen das Ganze ja noch klären. Sonst kommt die Suppe da ja raus. Warte, können wir komplett autonom machen. Komplettes, autonomes, super teures Ding wahrscheinlich. So, und dann gehen wir her und gehen mal ins Abwassersystem rein. Ich habe auch noch solche großen Schrubber. Hier. Bester Satz, die großen Schrubber. Ja, super cool. Ist das auch animiert? Glaube nicht, ne? Abflussrate. Ich glaube, da passiert doch einiges da hinten. Jetzt haben schon 473 minus. Perfekt, Alter. Boah. Ja komm, wir müssen jetzt erstmal die Stadt so aufbauen wie immer. Damit wir dann halt genug erwirtschaften, um dann einiges zu bekommen. Und sobald wir das haben, werden wir wieder in diversen Gebieten alles schön bauen. Hier kommt jetzt einfach ein Monster Grid rein. Monster Grid. Fast sogar perfekt. So, dann kommt jetzt hier ein Kraftwerk hin.
Ist die Frage, Geothermie, Unterhalt ist ein bisschen teuer. Wir könnten ein Kohlekraftwerk zuerst machen oder ein Ölkraftwerk. Unterhalt ist allerdings auch ein bisschen teuer. Oder wir gehen erstmal auf grüne Energie. Oder ein ozeanthermische... Alter, ist die teuer. Genau, wir machen erstmal das, was am teuersten ist. Ne, wir nehmen Kohlekraftwerk. Zack. Dann machen wir mal ganz kurz den hier. Alter, das ist immer viel. Nee, das machen wir nicht. Wir machen nur mal eben so. Dann brauchen wir Abwasserpumpen, beziehungsweise wir haben ja die Kläranlagen. Machen wir hier noch eine hin. Dann eine Frischwasserpumpe. Eine Leitung. Warte, wir machen jetzt mal... Wie ist denn die Karte generell aufgeteilt? Angenommen, das ist so, dann gehen wir einfach gerade durch nach hinten. Alter, war das jetzt teuer wieder, ey. Ach, guck mal, da sind sogar so Punkte. Wo's, boah. Alter. Aber die rasten gar nicht, toll. 90 Grad. Aber die machen auch gar keinen Sinn. Wenn man jetzt hier hinguckt, passt das trotzdem nicht. So ist gut. Dann nochmal eine auf der Seite. Und hier kommen dann die Wohngebiete hin und Gewerbegebiete. Keine Sorge, ist wie in Minecraft. Bleibt auf jeden Fall dran. Erst hässlich, dann schön. Wenn es nicht schön wird, machen wir alles wieder weg. Ich glaube aber, hier kann man einiges auf der Map machen. Und da wir erstmal nicht mit unendlich Geld spielen wollen, versuchen wir das erstmal ins Plus zu ziehen. Ah, warte mal, da fehlt ja auch noch der Anschluss. Ding, der ist angeschlossen. Jo, dann brauchen wir da noch ein Stromkabel. Nee, das... Wir machen ein Stromkabel. Wir machen nicht überall autonome Verbindungen, Peter. Kannst immer schön abschminken. So. Wohngebiete. Erstmal normale und nachher richtig fette. Boah, super Griddle. Aber ich finde es eigentlich besser, wenn die Stadt so langsam wächst. Ähnlich wie bei meiner ersten Stadt, DLC City. Da hatte ja auch nachher so ein bisschen... so ein paar kleine Unterschiede zwischen den ganzen Vierteln waren ja drin. Und die würde ich ganz gerne hier auch wieder darstellen. Also nicht so wie in DLC City, sondern ein bisschen anders. Und da mal schauen. So, Wohngebiete stehen. Da machen wir hier noch Gewerbe hin. Bis hier vorne und zurück. Und ich sehe gerade... Tschüss, wieder hin. Tschüss. Dann wieder grün einmal durch. Ja, okay, wir können Play drücken. Bin gespannt, was jetzt passiert. Ob das reicht. Da entstehen die ersten Dinger. Sehr, sehr geil. Polizei, Feuerwehr und der Arzt. Alle freuen sich. Ich hätte vielleicht erstmal so anfangen sollen wie immer. Das ist jetzt doch massives Minusgeschäft gerade. Aber die Leute kommen. Und lassen dich wie immer in einer Nicht-Wasserzone nieder. Das ist immer so geil, weißt du? Die ziehen ja ein und sagen dann, hey, ist ja kein Wasser. Alter, was ist denn los, Peter? Ja, geht doch. Geht doch. Muss aber hart an der Kante, ey. Hart an der Grenze. So, bis da durch. Okay, da hinten fehlt es noch an Strom. Dann ziehen wir mal eben ein Kabel darüber. So, Wohngebiete stehen. Wir lassen jetzt erstmal einziehen.
Boah, ich bin so gespannt, was hier passiert, ne? Ich glaube aber, dass die gar nicht zuerst hochkommen. Ich glaube, dass die zuerst hochkommen. Glaube ich jedenfalls. So, warte mal, wenn wir gerade schon mal hier sind. Alter, minus 3000. Das ist so teuer. Ah doch, hier kommen sie. Lol. Cool. Ich weiß nicht, ob man hier so eine 3-1 New Asset. Ja, toll. Wir haben so viel, Alter, aber nicht so viele Parkplätze. Ah, Müll muss abgeholt werden. Okay, mach ich sofort. Ein Recycling Center, bitte. Bitte zum nächsten Recycling Center. Das war schön, dass wir das direkt bauen können. Sonst hätte ich erst nochmal Müllgedöns bauen müssen. Wir nehmen erstmal ein kleines. Reicht das hier? Machen das hier relativ zentral, kann alles erreichen. Oh, Friedhof, da nehmen wir nur einen Verbrenner. Braucht aber allerdings eh ein bisschen, bis die Leute sterben. So, jetzt haben wir hier einiges laufen. Ah genau, Müll muss hier auch abgeholt werden. Geht das denn? Ah ja, sehr gut. Fährt dran vorbei und fertig. Oh, das ist aber sweet hier. Wurstwaren. So, und jetzt kann man echt Folgendes machen. Wir sind ja, glaube ich, schon auf Maximalstufe in dem Gebiet. Man kann jetzt ein bisschen... ein bisschen aneinander schieben. Was dann bringt, dass da noch mehr hinpassen. Voll gut. Muss allerdings dann nur historisch anklicken. Parkt einer, fährt zurück. Müllabfuhr fährt durch. Dreht da hinten, alles klar. Ich glaube, wir machen hier noch einen Weg zwischen. Einfach hier noch um eine Ecke rum, aber ohne den. Ja, so ist das schön. Okay. Und ich habe herausgefunden, wie das geht. Man nimmt einfach einen Baum, drückt STRG C und hat denselben Baum in der Hand. Finde ich super cool. Dann kann man den wieder abwählen, nimmt den, STRG C und hat dann den Baum. Alle so ein bisschen verschieden, wie man sehen kann. Und dann den Baum. Glaube ich derselbe, oder? Ich glaube, den hatte ich gerade in der Hand. So. Und dann nehmen wir hier nochmal den Surface Painter. Was ist das? Okay, steht einfach eine Mülltonne rum. Sehr cool. So, da werden wir nachher nochmal alles ein bisschen beisammenschieben. Ich wusste gar nicht, dass hier auch so viele Werbeplakate drin sind, ey. Ich dachte mir so, Park-Ding hier mit so ganz vielen Werbeplakaten ist ja voll blöd. Und jetzt sind da sowieso noch mehr, ey. Ah, jetzt, ja, toll. Da hinten konnten sie nicht parken. Jetzt konnten sie parken, sehr gut. Okay, ein paar Fabriken sind da. Ein paar Leute ziehen gerade ein. Wir sind 500 im Plus, sehe ich gerade. Perfekt. Damit kann man arbeiten, glaube ich. Ich meine, die Straße wird auf jeden Fall bleiben, die Parallelstraße auch, aber wie die Gebäude da dran geflanscht sind. Hier hätte ich gern so ein Wohngebiet, wo, wie soll ich sagen, nicht so dicht, also so ein geringes, bevölkertes Gebiet. So, jetzt haben wir's. Das war krass. Das Haus am schönen See. So, dann auch hier so hin und dann fahren wir hier wieder drauf. Hä? Nein. Ah, ich habe ja genau, da ist ja die sogenannte F-Taste. Da habe ich meinen Bulldozer drauf.
Und wer Minecraft mag, einfach mal auf meinem Hauptkanal gehen. Da sind jetzt auch ein paar Projekte gestartet. Also einfach mal drauflunzen. So, das ist schon mal gut. Ich überlege gerade, ob ich die jetzt erst normal da einziehen lassen soll oder ob ich die direkt hinploppen lassen soll. Kann hier sagen, Growable und dann normales Wohngebiet. Level 5. Größe 4. Gibt es nicht. Ah, 4x1. Ah, man kann die Größe bestimmen. Okay, all. Einfach all Größe. Dann kann man sagen, hier, pass auf. Bleiben die denn da? Weil da gar kein Wohngebiet ausgezeichnet ist. Die wären wahrscheinlich da geblieben. Oder muss ich jetzt die Wohngebiete dahin bauen? Warte, ich mache mal kurz Pause. Boah, wir machen schon 1000. Einfach so krass, ey. Hatte hier nicht. Also im Wald schon mal nicht. Ein bisschen nur im Wald. So, und dann machen wir... Warte, das kommt auch weg. Ein bisschen Natur lassen wir mal stehen. Das kann selber growen. Und da machen wir welche hin. So, geile Strandvilla. Eine Strandvilla? Eigentlich schon. Passt nicht so ganz. Was ist das? Oh. Boah, sind voll die geilen Dinger hier. Aber ist klar, guckt euch die Lage an. Lage. Da baut jeder so nah an dem anderen, weil die halt... Weil voll teuer hier ist alles. Okay, der hatte kein Geld für den Weg, glaube ich. Ah, guck mal. Die sind jetzt leicht erhöht, die Kollegen hier hinten. Kann man aber benutzen, um das Ganze so ein bisschen anzugleichen. Aber ein bisschen größer, ne? Ist ein bisschen blöd. So, ein bisschen hochziehen. So. Und dann glätten. So. Vorher habe ich mal gemeckert, dass das blöd aussieht, wenn nicht alles glatt ist. Aber jetzt, das sieht eigentlich ganz cool aus. Ich lasse jetzt mal kurz weiterlaufen, wer sich dahin pflanzt. Oh, das geht gar kein Strom. Hä? Ach so. Oh nein, bitte, bitte stehen bleiben. Ich glaube, die sind eh historisch, weil ich die hingebaut habe. Oh, da brennt schon. Cool. Nice, warte. Nein, das Feuer. Okay, warte, wir müssen, glaube ich, hier eine Feuerwehr machen. Eine kleine Feuerwehr. Und ein Waldbrand beobachtet. Ich weiß gar nicht, ob hier Waldbrände an sind gerade. Ich packe den mal trotzdem dahin. Freuen sie sich natürlich alle. Alle sind glücklich. Oh, dann stehen jetzt immer ein paar andere noch, ne? Wow, wir haben 1800 Leute mal eben hergezaubert. Das ist ja mal cool. Und die Folge ist ein bisschen länger geworden als erwartet. Aber trotzdem würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von City Skylines. Tschüss!